So. Was machen wir jetzt? Fahren wir in Intercity. Hätte ich ein paar nette Presets, die ich mir mal importiert habe. Aber bevor wir das machen, wollen wir mal kurz die Nummer ändern. Immer denn 4825. Und die ist jetzt gerade ein bisschen zu langweilig. Gibt es ein bisschen was Schnelleres? Ich würde sagen, nee, Hip-Hop nicht. Gehen wir mal Richtung Pop. Was, wie heißt das? Das ist Trackside. Ich würde mal den Link in den Chat kopieren. Dann kannst du dir auch die anderen Videos noch angucken. Naja. Driver Mode. So, drei echte Intercities habe ich da. Den Mewa, den Lasur und den Sloviniek. Schauen wir mal, Lasur. Was bist du? 268 Meter. Ja, hier. 294 Meter mit 550 Tonnen. Und er hier, die war 247 Meter. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. 294 Meter, ich muss mir das mal ganz kurz aufschreiben. EP08 VMAX 140. 94 Meter. Tonnen. Express Service. Cool. Mikrofon mal kurz anders machen. Nehmen wir den. So, welchen Fahrdienstleiter nerven wir? Oder ist einer von uns da? Mal gucken. Kenn ich nicht. Oh, der macht gerade zwei. Alles klar. Nö, keiner, den ich kenne. Okay. Nicht dann starten. Visco Level 17, nee. Glono will ich auch nicht starten, da bin ich schon so oft gestartet. Zermin habe ich irgendwie auch keine Lust. Oh, beim Fluffy Armchair Admiral. Machen wir doch gerade mal. Nerven wir ihn. Der streamt gerade jetzt auch. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerade bei Twitch bei ihm vorbeischauen und mal Hallo sagen von mir. Cool. Dream Inception. Nice. Okay. Ich will ihn aber nicht allzu sehr nerven jetzt. Mal gucken, was ist denn los? Oh, ist nur einer da. Jakob Fiel. Okay, schauen wir gerade mal. Ich bin noch bei Max 140, 240 mit meinem Express Service. Please. Können wir gerade mal die Lichter kontrollieren? Cool. Eine Minute. Ja, kannst du haben. Streamception. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz bei seinem Stream reingucken. Twitch.
Also wenn ihr das Ganze kurz aus FDL-Sicht sehen wollt, bei ihm, da ist der Link. Moment mal. Ja geil. So, und wir gehen mal wieder ins Spiel rein. Game Scene. Team 2-0-3, you can push back, I tell you when stop. Oh was. Dürfen wir jetzt hier noch ein Manöver beobachten? Oh, da ist er. Und der andere. Also nicht, dass er jetzt immer noch die kaputten Weichen hat. Und ich nerve mir jetzt dann. Das ist nicht meine Intention. Ist er. Was machen die Witziges? SM42 mit Intercity-Wagen. Also wenn sie mal gerade weiß, was die da gerade machen und sein Stream gerade angucken, gibt's Bescheid. Wir sind aber die falschen Rangierlisten, du. Wollte ich mal kurz sagen. Eigentlich nach wie vor eine Pause machen oder jetzt wieder im Spiel drin? Ich mache jetzt wirklich so ein Stream auf. Aber ohne Ton. Cool, es ist wie so eine Spycam, wenn jetzt sein Stream offen hat. Oh shit! Ich sehe gerade in seinem Stream, er hat nach wie vor ein weichen Paar, was nicht funktioniert. Das ist so quasi hier auf der anderen Seite. Da hinten. Oh Mann, der Arme. Irgendwie voll cool. Vor den Slider zu gucken, aber selber nicht machen müssen. Und dabei nur fahren. Jetzt passt Licht. Ja, unsere Weiterfahrt kann sich noch ein bisschen verzögern. Ganz off-topic. Hat jemand von euch schon mal so Weed-Kochen gemacht?
Oh, er schreibt gerade mit anderen Fahrdienstleitern, dass er gerade ein kleines Problem hat. Und die wollen ihm die ganze Zeit Züge reinschicken. Er hat wirklich Nerven aus Stahl. Gut, die Weichen, Verspätungen bis zum geht nicht mehr, so wie es aussieht. Und hat er noch einen Spawnofen. Hätte ich gewusst, dass er hier noch einen Defekt hat, dann wäre ich jetzt hier nicht reinkommen. Ja, vorne steht er. Ah, ne, Defekte lasse ich bei mir noch aus. Also zumindest die, was bei Zufall kommen können. Das wird mich noch ein bisschen zu sehr nervös machen. Ja, wobei sein Fahrplan schaut gar nicht mal so schlimm aus. Plus 4, plus 4, plus 1, plus 4. Könnte schlimmer sein. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, ich werde euch nochmal kurz den Pause-Screen reinhauen. Dass wir so einen Fahrplan haben, weil ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen. Und dann nutze ich das auch für mich als kleine Pause. Geht's dann los. Also ihr könnt es dann beim Fluffy Armchair mal zugucken. Da seht ihr, wenn das dann macht. Ich werde auch mitgucken. Und ja, dann geht's dann hoffentlich bald los. Okay, so schnell geht's. Er ist gerade am Fahrplan machen. Bin mal gespannt. Hier schon mal in die Lok reingehen. Abfahrt in 15 Minuten. Oh, das sieht aber auch ein schöner Fahrplan aus. Also ihr seht es gerade leider nicht. Das ist bei ihm gerade im Stream. Und da ist der Fahrplan. Oh, der sieht aber spaßig aus. Um 18.01 Uhr. Um 18.01 Uhr Abfahrt. Ah, Mann. Ah. 18.01 Uhr Abfahrt. Und dann müssen wir hier um 7 Uhr Ankunft, 28 Abfahrt. Technischer Halt. Der erste richtige Halt ist dann um 5.30 Uhr. In Vilichovo. Oh, la Scholle. Boy. Was machen wir denn jetzt in der Zeit? 18.01 Uhr. Über eine halbe Stunde. Wäre jetzt eigentlich ein idealer Moment, um Jackbox Partyback zu spielen. Vielleicht noch ein paar mehr Leute. Wo jetzt vor? Ein Schierfahrt? Are we going to the platform? Jetzt frage ich schon mal. Überrascht mich jetzt gerade. Gib mir eine Antwort.
Jetzt will ich einfach losdüsen. Das ist ein bisschen zu heiß, wenn ich einfach so losfahre und ich habe jetzt keinen Plan, was er jetzt vorhat. Okay, wir können fahren. Das wird spannend. Aber schön, dass ich meinen eigenen Zug jetzt bei ihm sehe. Macht es mal im Film ein bisschen einfacher. Aber dass jetzt mein Zug nicht so lang wäre. Jetzt bin ich immer sehr gespannt. Ich werde mal zumindest bis zum Rangierende fahren. Da vorne ist Rangierende. Gehen wir jetzt ein bisschen drüber. Okay, wir sind weiter. Ich glaube, er will, dass ich da über die zweite Weiche drüber komme, mit dem letzten Wagen. Und jetzt haben wir das Hauptsignal da, auf der Seite. Naja, super. Halt den jetzt noch? Und wir können zurückpushen. Ja, das wird jetzt witzig. Okay, gehen wir mal in die Kameraansicht. Das
letzte Mal vermutlich ins Spiel gleich reinschmeißen, dass ich hier über S1 gefahren bin. So wie ich mein Glück kenne. Der Seite. Ich hab so gewusst. Fahrplan. Aber wir kommen bei ein paar interessanten Landschaften durch. Nein, weiß ich schon mit dabei. Jetzt hätte ich einfach gern mit der SM42 gehabt. Ich bin Intercity. Und angehalten, so wie er wollte. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu lang für ihn. Hab's doch gewusst. Ging noch ein bisschen was.
Gut, wenn wir angekommen. Bin glücklich. So, was wir jetzt mal machen werden ist, das Mikrofon wieder runter machen. Das mache ich mal. Yeah, machen wir alle Lichter an und den zweiten Stromabnehmer. Was? Die Kabel? Och nö. Ach, Mann. Okay. Och, ich wollte jetzt gar kein Manöver machen. So ein Shit. Auf. Shit. Mein Problem ist, mit der EU08 habe ich noch gar keinen Führerstandswechsel gemacht. Das könnte witzig werden. Scheiße. Bin gerade einer zuguckt, dass man der EU08 auskennt, Führerstandswechselprozedur. Weil ich jetzt nicht undankbar, wenn mal jemand das mal kurz in Kurzform reinschreibt. Das macht mich jetzt gerade echt nervös. Boah, ich will kaum mal darüber machen. Oder ist der Führerstandswechsel vielleicht doch einfach und ich kann auf die andere Seite gehen und der ist dann aktiv. Aber ich meinte, man muss hier einen Führerstand runterfahren und wieder hochfahren. Ah, das hätte ich im Singleplayer testen sollen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt da einmal Manöver machen muss auf die andere Seite. So ein Shit. Dominik, hast du schon mal Führerstandswechsel gemacht in der EU08? Aber wenn ich mir jetzt gerade seinen Livestream so angucke, ich glaube, wir können gar kein Manöver machen. Seine Weichen gestört sind, oder jetzt auch nicht mehr. Ah, da kommt gleich auf der Seite hier. Zug rein. Wisst was? Ich probiere das jetzt mit dem Manöver. Also mit dem Zustandswechsel.
Fahrposition. Geht das wirklich so einfach? Moment mal. Mal schauen, ob die Lok darauf reagiert. Sie reagiert drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin erleichtert. Jetzt mal. Oh Scheiße, ich bin schon wieder so nah am Gleis. Da passt's. Oh mein Gott. Bin ich gerade noch mal davon gekommen. Neutrale Position. Wieder gewechselt. Puh. Sehr gut. So, dann machen wir mal ein bisschen Trainspotting. Also einerseits hier auf dem Gleis kommt jetzt dann gleich mal was. Und auf dem Gleis hier. Gemäß ihm. Ich wollte es ja mit dem Stromabnehmer machen. Fällt mir gerade ein. Stromabnehmer, Train Heating, Pantograph A. Ab. Heißt, jetzt müssten alle beide oben sein. Ja, sind sie auch. Und da kommt der Kollege vorbei. Wie gehe ich? Nein, wir dürfen nicht fahren, ne? Nee. Gleich Look unterwegs, Intercity. All plus plus. Finde ich, dass ich noch gar nichts viel gemacht habe, außer dass ich einmal daher rangiert bin. So, ab wieder in die Lok. Könnte jetzt aber noch eng werden. 18:01 Abfahrt. Aber ich glaube, wir ziehen mal kurz vor. Mal nicht so weit. In Polen hat man mir gesagt, darf man das auf S1 auffahren. Super, wir dürfen rangieren. Gehen wir stark davon aus, wieder bis zum Rangierende hier.
ist gerade da vorne. Mal hier hinter dem Rangiersignal anhalten. So, einmal nicht wechseln auf die andere Seite. So, diese Liste. Die müssten jetzt eigentlich passen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Andererseits, ich will mal ganz kurz nochmal in den anderen Führerstand. Autograph A up. A down bitte. Das heißt, das müsste der vordere jetzt oben sein, oder? Fahrtrichtung der vordere, also eigentlich der falsche. Ist erstmal egal. Man da ändern, nachdem wir fertig rangiert haben. So, und wann darf ich jetzt rangieren? Jetzt darf ich. Sehr gut. Bin ich mal gespannt, wer uns da zu unserem Konvoi reinbringen will. Zehn Minuten noch. Naja, aber das macht sie aus. Nur diese Besonderheiten im TD2. Mal nicht aufpassen. Nö, nö. Eine keine Zwangsbremse, bitte. Danke. Hoffentlich hat er darauf geachtet, dass wir nicht zu weit zurückpusht haben, dass wir da sauber reinfahren können, ohne dass wir da auf dem Signal dann stehen. Aber das werden wir jetzt gleich jeden Moment sehen. Ja, okay. Ich glaube, das könnte sich gerade idealer ausgehen, da dass wir sogar noch vor der Tafel hier sind. Coole Sache. Hat er gut gemacht. So, dann haben wir jetzt garantiert wieder das TM-Signal hier sein. Cool. Und dann geht's rückwärts. Seite.
Komm, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Jetzt kriegt er nämlich gerade einen Zug auf dem Gleis, wo ich stehe. Und ist offen. Das machen wir jetzt von deren Sicht. Bitte lass mich jetzt sauber ankuppeln. Ein paar Meter noch. Zwei Meter. Cool. Sollte man jetzt eigentlich ankuppeln können. Wenn es so geht. Oh ja, wir haben gekuppelt. Nice. F11. Kommen wir hier wieder rein. Und dann gehen wir mal voll rein hier. Das gefällt mir. Hier die Beleuchtung wieder an. Keine Instrumentenbeleuchtung hier. Okay, schade. Bremsen lösen. So, da sind wir wieder auf dem Chargen. Das ist sehr gut. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, das mit dem Strom abnehmen, lasse ich erstmal. Hinten noch das Licht ausmachen, ist das Schlusslicht kontrollieren. Dass uns dann noch irgendeiner vorne ins Leiter sagt, das Schlusslicht bei nicht an. Aber wir haben noch Zeit. Ist an. Sehr gut. Ja, da gehen wir wieder zur Lok. FL. Aber da werden wir trotzdem mal kurz den hier machen. Hier das Licht ausmachen. Pantograph A ist ab jetzt. B down. Okay. Noch ist nichts kaputt gegangen. Schauen wir mal. Ist jetzt der hintere? Ja, ist der hintere. Das macht mich immer nervös, sowas.
Und er geht erst bei FK von der Hütte. 485 Departure after 66719 will arrive. Alles klar. So, währenddessen mache ich auch noch mal ganz kurz eine Pause. Bin gleich wieder für euch da. Und da bin ich wieder. Sehr nice. Ich will die Kamera so lassen. Vielleicht müssen wir nach hinten. Ich glaube, so ist gut. So, dann können wir auch gleich die Kameras. Die sind alle okay. Ja. Gut, passt. Ist er ja. Moin, Kollege. Oh, das wird ja richtig on time sein. Hoffentlich ohne Katastrophen jetzt. Ganze Stunde Fahrt jetzt. So. Abfahrt. Oh, warum reagierst du nicht? Nein! Achso, deswegen. Und meine Wagen blockieren nicht. Sehr gut. Ist mir nämlich auch schon passiert beim Manöver, dass die Wagen blockiert haben. Aber mit Slash Recover sind sie dann wieder drin. Und machen das, was sie sollen. Ich glaube, die EU08 könnte ein bisschen laut sein jetzt im Stream. Zumindest der Ausschlag zeigt es so an. Lassen. Orowiki. Nächste technische Halt. Ja, da wird wieder so lang dauern.
bin schon gespannt, was uns da jetzt szenentechnisch erwarten wird. Auf die Line. Natürlich wieder mit Ladescreen. War ja klar. Na komm, lad schneller. Du schaffst es. Dankeschön. Also, schauen wir nochmal in den Fahrplan. Planmäßiger Halt. Billig-Hovo, also WI, dann beim Fahrdienstleiter. 18:35. Oh, da ist ein bisschen was los hier. Aber alles Erfahrene. Och nö, du musst uns jetzt anhalten. Oh, kmh. 600 Meter. Oder auch nicht mehr. Das entsprechende Signal dafür. Da unten. Cool. Aber da jetzt 440. Aber ich glaube, in der Szenerie bin ich wirklich noch nie gewesen. Ich gebe noch nicht mal Leistung. Ah, ich Superheld. So, was haben wir hier? Was sollst du ankündigen? 60. Okay. Und der Haltepunkt hier ist Oro Wiki. Da war er eben meint, dass wir so lange halten würden. Aber Gott sei Dank nicht tun. Und da kommt auch schon die 60, die vorher angekündigt gewesen sind.
schauen wir, dass wir hier mal einen Meter machen. Und da werden die langsam Fahrstelle. Jungs, wieso macht sie sowas? Die gibt es irgendwie sehr oft in TD2. Das wäre vielleicht noch ein Feature, wenn man so eine Szenerie startet, dass man wie das ein- und ausschalten kann, ob man eine Langsamfahrstelle hat oder nicht. Klar, das muss dann fix sein, dass ich dann... Ah, ne, Moment, okay, ja, ne, wenn ich jetzt weiterdenke, was schon für die Fahrplan-Generierung, das wird jetzt hinhauen, weil der rechnet mit dem mit. Gas geben. Ja, machen wir das doch. Ding ist, wenn wir halt jetzt zu früh rauskommen, müssen wir dann eigentlich in Wilichowo bis 930 warten, nach Fahrplan. Ich glaube. Ja, zwicken wir jetzt vor den Leiter. Schickst du durch, schickst du nicht durch. Gibt es das Problem auf der anderen Seite? Oh, doch. Null. Mein Kollege. Der gibt uns jetzt nach und nach den Weg hier frei. Und da war die Ankündigung für 100. Bremsen mal ganz leicht. Oh, doch noch halt hier. Okay. Schauen wir, dass wir hier mal langsamer werden. So ein bisschen schneller langsamer werden. Ah, das war jetzt glaube ich ein bisschen zu viel, ist gut. Nein! Ein Timeout. Schon wieder. Hey, das ist das zweite Mal jetzt in dem Stream.
Oh no! Leute, fix your Internet! Nein! Und da ist er wieder. Du musst nicht zurückschmeißen, ich warne dich. Mach das nicht. Dankeschön. Ja, da ist ein Häuschen da oben. Das wäre auch noch eine interessante Strecke als FDN hier. Was steht denn da rechts? Das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Doppelstockwagen der Reichsbahn. Das ist fast das gleiche Grün. Geht noch. Gut, wir wären da in Willichowo-Glone. Warte mal, ist es jetzt schon da? Willichowo-Glone. 35. 39. Fahren wir hier. Okay. Das ging jetzt irgendwie voll an mir vorbei. Moin, Yoshi. Hey, Yoshi, guck mal. Ich habe alte Doppelstockwagen der Deutschen Reichsbahn gefunden. Auch wenn es da draufsteht, aber erinnert mich dran. Bin ein bisschen am Detail hier. Aber sehe ich jetzt auch zum ersten Mal hier so. Okay, wir gehen mal wieder zu unserer Lok. Kann man da cheaten? Ich habe gerade irgendwo einen Triebwagen gehört. Ach, da unten steht er. Bin ich Hobo Blue nehmen. 39 Abfahrt. Eine Viertelstunde. Okay. Ich glaube, ich werde die Zeit jetzt erstmal kurz nutzen. Geh mal kurz in die Küche und hol mir mal einen kleinen Snack. Jetzt bin ich doch 2 Stunden 40 Minuten am Stream. Sagt zumindest ins OBS. Bei euch gibt es Musik und dann geht es gerade weiter. Aber ja, ich brauche mal ganz kurz was zu füttern. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade eine grandiose Idee. Ich werde mal kurz von da hinten, von den Wagen, ein Foto machen. Jetzt werde ich dann schlauerweise als Thumbnail für YouTube nutzen. Die gefallen mir. Da
ausblenden. Dankeschön. Ja. Foto Nummer 1. Nochmal von der anderen Seite. Sehr gut. Okay. Ansonsten, glaube ich, gibt es ja hier nicht wirklich was zu sehen. Was haben wir denn hier hinten? Ein Lobbybereich hier. Dutschen, zwei elektrische. Oh, alter Wasserkran. Das wäre auch noch ein Foto. Okay. Was haben wir hier? Nicht sehr viel. Überschaubar. Sitzt du eigentlich in deiner Kanzel drin? Nee, ich glaube nicht. Gut. Ja, dann gehen wir wieder zur Lok. So, wir machen mal den hier. Und dann heißt es warten bis 39. Super. Und Yoshi, bist du heute schon unterwegs gewesen? Oder gerade dabei? Jetzt eine Vorspulfunktion. Wollen wir auf die andere Seite gehen? Kommt ja gerade nichts, ne? Nein, ich darf hier nicht durch. Lass mich rein. Danke. Ich habe bis jetzt noch nicht die Wagen gesehen, wo man hier die Tür aufmachen kann. Es gibt wohl ein Wagenset, da geht es. Ja, nein, die Kabel möchte ich nicht. Sonst hat der FDL hier ganz schlechte Laune mit mir. Kommt die eigentlich auf die andere Seite? Was ist das hier? Interessante Treppe. Oder hat sogar Werbung. Modernizza-Linie Polyjovo E30. Irgendwas wird hier modernisiert. Okay. War ja eigentlich hier auch mal so ein Fall. Die ganzen Bahnsteigen, sicher Intercity-Verkehr. Müssen wir anstreichen. Den FDL hier. Achso, ich erzähl's gerade. WGWW. Kann dann beides am machen. Und WG4 will ich hoch. Globo. Ja, wenn ich es jetzt nicht besser gewusst hätte, ich hätte dann WI gemacht. Moin. Ja, wir sind in der Zeit. Habe ich jetzt gesehen. Also entertainmäßig ist halt echt wenig los. In echt. Warten bis zum geht nicht mehr. Und weg ist er. Ja, also ich glaube, nach der Fahrt mache ich wirklich meine größere Pause. Um 20 Uhr. Stellwerk. Weiß aber noch nicht welches.
Vielleicht reichen ich mir wirklich mal. Oh, moin. In der City-Kollege. Sieht's aus, als wenn du durchfährst. Da ist ja noch einer. Mitten aus dem Nix. Von Dach. Doch, hier stehen. Nice, warte mal, 27, nee, 930 bin ich weg. Zu früh gefreut. Was? Witzdeck 1857, go to. Machen wir ganz kurz Google Lens, was das heißt. Also, gemäß Google Lens heißt es. 1857 fertig. Der macht. Du machst Pfeifen als Chat Emotes Reaction? Du hast auch eine echte Pfeife. Just saying. Level 13. Okay, das ist echt ein First für mich, dass ich nicht jemand. Das Pfeifsignal so als Chat-Emote macht. Also, das heißt Chat-React halt. Ich kenne es hier von Rollenspielen mit Sternchen, ich knuddel die Sternchen zu oder sowas. Intercity 3106. Das dahinter konnte ich nicht lesen. Eigentlich steht das bei mir auch drauf. Mir steht gar nichts drauf. Das ist bei denen. Schade. Ah doch, hier steht was. 3106. Oder ist doch eine 6. 3105? 3105 oder 3106. Ich glaube, das ist nächstes Mal als Nummer. Dann stimmt es. Haben wir denn dann noch meinen Halt? Will ich oben? 930, Durchfahrt bis Zori. Oh, das macht's einfach. War mal langsam fahren. Vitonia ist klar, ist eingleisig. Sabine wieder Vollgas geben. Gletzko. Ich sag mal jetzt vom Namen was. Ich habe jetzt aber kein Bild vor Augen. Wir haben jetzt 60. Zehn, sieben, vier, neun, null. Signal ECT1. Das. Nicht in Sichtweite zumindest von mir aus gesehen. Ja. Nö. Bin ich nicht drauf. Vermutlich irgendwo da hinten. Oder weiter da vorne. Eventuell da hinten, wo der Wagen ist? Gehen wir mal wieder in die Lok. Dann sind wir bereit, wenn es soweit ist.
macht er das schon wieder. Okay. Es darf jetzt nicht wahr sein. Alter, Leute. Schaut's auf euer Internet. Dankeschön, bist du wieder da. Bleib auch da, ich möchte abfahren. Den Kollegen hier mal ein bisschen kleiner machen. Passt. Boah, ich habe die ganze Zeit nebenbei noch den Stream von Graffe Amtscher Admiral offen und er in seinem Stellwerk kriegt irgendwie gefühlt alle Viertelstunde irgendeine Störung rein. Signalstörung, Weichenstörung. Er ist echt arm dran. Aber händelt es mit Bravour. Ich glaube, wir fahren ja natürlich nicht bei ihm durch, weil wir sind ja bei ihm gestartet. E303? Ist dieser Dieseltriebwagen? Was ist jetzt damit? Jedenfalls keine saubere Zuganalyse. Oh, irgendwas mit Singleplayer. Ich habe ja gefragt, ob er Singleplayer schon mal ausprobiert hat zum Testen. Was? Hast du. Ja, ich muss ein Foto machen. Hast du das Fahren im Singleplayer geübt, heißt es. Ey je. Kommt vermutlich ein No. Da gibt's einen Kick. Der geht von selber. Dass jemand war ziemlich nervös im Multiplayer. Ich meine jetzt den Fahrer. Hatschutz! Schön, dass du da bist. Freut mich. Erwischt. Hast mich aber spät erwischt. Du bist seit knapp 3 Stunden dabei. Leider am PC auf Twitch. Ja, in der Zukunft glaube ich, mache es wieder zweigleisig. Dann ist YouTube und Twitch zeitgleich am Laufen. Mal wieder mal so ein Abo bei Restream holen. Das hatte ich damals bei Raywards Online. So, 2 Minuten. Bin lass mich verspätet hier raus. Ich habe schon lang genug gewartet.
willkommen im Wartesimulator. Deutschen Bahn. Ah, ich freue mich schon aufs Ende der Fahrt. Dann gibt es erstmal gut was zum Ampfen. Ich habe mir die ganze Zeit schon das Steak im Sous-Vide-Bar drin. Das wird dann tatsächlich gut fertig. Und dann später, zweiter Stream. Stellwerk wird vermutlich wieder eine Vollkatastrophe werden. Du spielst gerade ein ähnliches Spiel, Vista Verde. Railroads Online. Und weg ist er. Ja. Erstmal Tutorial gucken, mein Jung. Singleplayer spielen und dann Multiplayer. Nee, auch polnisch. Ja, was denn genau? Wie heißt es denn? Zehn Sekunden. So. Gib mir das Signal, gib mir das Signal. Bitte danke, bitte danke. Zühner. Kenne ich voll nicht. Ja, ich schmeiße mir jetzt gleich mal ZDW1 rein. Ich darf abfahren. Dankeschön. Ich kann das gerade mal löschen, damit ich das nicht aus Versehen mache. Was? Du hast einen mega langen Ladescreen. Hä? Welchen meinst du jetzt? Ich bin ja gerade voll dich folgen. Strecke direkt. Ich steige jetzt gerade voll nicht dahinter, was du jetzt mit dem Ladescreen meinst. Bei mir. Nö, jetzt ist er schon wieder weg. Aber wenigstens habe ich meine Ausfahrt. In dem einen Game. Ach so, okay. Ah, okay. Das, was du jetzt spielst. Was? Kannst du meinen Link posten zu dem Spiel? Kann ich mal kurz mal angucken. So, wenigstens muss ich jetzt nicht mehr darauf achten, ob ich anhalten muss oder nicht. Letzter Halt ist Zodi.
Was mache ich irgendwas falsch bei der EP? Du hast zwei Balken, die hochgehen. Ich immer nur einen. Ach, du meinst jetzt da die zwei grünen? Das ist eigentlich nur was für Motor jetzt aktiv ist. Du hast ja am Anfang die Resistor-Stellungen. Ich glaube 1 bis 27 ist es. Ja, passt, dass ich nicht so schnell werde. Und in Stellung 0 bis 27 ist nur ein Motor aktiv. Oder du bist, also du hast ja hier zwei große wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zwei große Fahrmotoren. Und bis 27, meine ich, ist nur die erste Seite. Und dann gehst du in seriell. Das ist dann 28 und dann gehen quasi wie beide Seiten vorne hinten an. Und schaltest mit denen dann hoch, bis du dann unten im Durchlauf bist, wo du dann eigentlich die ganze Zeit sein solltest, weil du dir hier, wenn du mit Schäden fährst, in der Resistor-Vorstellung dir die Widerstände durchbrennen kann. Garantiert nicht komplett fachlich richtig erklärt, aber so ungefähr läuft. Danke für den Link. Oh, das sieht interessant aus. Das ist Zünder. Ist das auch Multiplayer oder wie darf ich oder also erzähl mal ein bisschen was von dem Spiel. Was kann das so? Also bis zu erzählen ist relativ, ich muss das ja schreiben. Hat mein Kollege. Sonst kann ich gerade nicht in Discord rein. Du fährst den Zug. Ja, wow. Das könnte ich jetzt auch über Trains the World, TS Classic und TD2 sagen. Aber dann lasse ich zum Beispiel aus, dass TD2 mega geil ist, dass du noch einen Multiplayer hast, du bist noch Fahrdienstleiter. Also, ein bisschen mehr Infos. Komm, erzähl. Boy, Taktofahrer, du bist da ziemlich nah am Gleis gewesen. Ah, die Seite gibt es wenigstens auf Englisch. Downloads. Downloads-Seite ist dann wieder nicht auf Englisch. Super. Bitte online, ich pfeifen soll. Next Scenery. Oh, da gibt es sogar modernes Rollmaterial. Was ich später mal mache. Ich muss selber erstmal fahren. Okay. Aber dann tu mal wenigstens die Frage beantworten. Hat es einen Multiplayer und oder kann man da als Fahrdienstleiter spielen? Oder ist das rein wirklich nur fahren, da so im polnischen Szenerie, so wie es aussieht? Echt schon nicht. Okay. Jutro, den hat man doch schon mal.
47. Oh. Maximum Schmackes. Au. Und da hat es mir die Widerstände geschmissen. Roboton zurücksetzen. So, erste Mann heute. War klar, dass es passiert. Es hätte so schön sein können. Aber das mit Highspeed wird eh nix, wenn uns davon anhalten lässt. Und der hat aufgemacht. Oh, dankeschön. Gas. Holy shit! Aua! Das tat weh. Wow! Du Arsch! Alter! Heftig! Was war das jetzt? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ich bin jetzt wach. Aua. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich es überhaupt anhabe. Aber jetzt weiß ich, dass sie an sind. Oh Mann, ey. Was kriegst du nicht gestartet? Ein Triebwagen. Der sollte eigentlich nicht. Also wenn es der gleiche Triebwagen ist wie ein TD2, dann sollte es eigentlich nicht so eine Kunst sein, den zum Starten zu kriegen. Sonst, wenn du von dem noch nie einen Kaltstart gemacht hast, kannst du mal auf meinen YouTube-Kanal gucken, von dem habe ich meinen Kaltstart gemacht. Und eigentlich nach ähnlichen Prozedere gehen. Ach, du fährst aber was Supermodernes. Okay, ja, da kann ich dir nicht helfen. Nee, also das was du mir jetzt gerade auf Discord geschickt hast, sowas Modernes suchst du hier in TD2 noch vergeblich. Aber ja, es kommen ja bald neue Loks und Triebwagen und dann kommt auch noch Simrail, was dann ja ein bisschen Klon zu TD2 sein wird. Glaube ich mal. Ah, für Ume. Aber in Polen hat es moderne Sachen. Seinen Triebwagen her. Also sie könnten das schon implementieren. Das einzige Problem, was sie momentan haben, ist die simulatortechnische Umsetzung vom ECTS. Dann sind wir jetzt gleich mal in Bitonia. Wetten mal drauf, da ist vermutlich ein Level 1 unterwegs. Das ist so die typische Szenerie, was das Level 1 macht mit der SCS.
Hab ich auch schon gemacht. Das ist noch immer selten. Was ist los da unten? Kriegt der Arme gerade mal an Intercity durchgeschickt. Ich bin ein bisschen zu schnell. Jetzt ist man ohne Ladescreen oder mit? Oh, ich glaube, das könnte ohne sein diesmal. Yes, und es ging ohne. Level 2. Naja, klappt daneben. Oh, noch ein anderer. Oh, der wartet vermutlich, dass ich jetzt den Weg frei mache. Ne, der fährt. Doch, doch nicht. Ja, mir gleich erstmal hätten wir nicht schnappen und darf ein Insel machen. Ja, vielleicht schaue ich später mal vorbei. Aber nach der Fahrt mache ich erstmal die Pause. Aber da komme ich dann in Discord rein. Ein bisschen quatschen. Jetzt hat es dann 4 Stunden Stream. Und ich werde gewohnt so lange zu streamen. Mensch, das war noch Zeit damals bei Raybars Online. 4, 5, 6 Stunden Stream. Kommt es vermutlich bald wieder, weil die Pilotfolge ist ja sehr gut angekommen. Antrag auf Pause abgelehnt. Ja, nee. RO macht jetzt schon wieder Spaß. Ich meine, jetzt hat er vor kurzem die neue Lok rausgebracht, inklusive der neuen Kabus, also der Mannschaftswagen. Und das Spline-Update funktioniert jetzt endlich mit fast allem. Drehscheibe geht nach wie vor nicht. Und der Lokschuppen meines Wissens nach. Aber ansonsten kann man halt mit allem jetzt auf dem neuen Splines-Update halt gucken. Und das Bauen von den Gleisen ist jetzt schon wesentlich geiler als wie vorher. Ich brauche zwar ein bisschen noch Übung mit dem Ganzen, aber es wird. Und gerade so Abstellgleise und Bereiche, das machen es jetzt so viel geiler. Vor allem, man kann jetzt ja bei den Weichen auf allen Seiten ransnappen. Das ist so ein Feature, das ist Hammer. Als ich das gelesen habe, okay, man kann jetzt auf allen Seiten ransnappen, das erleichtert so viel. Aber sie haben nach wie vor ein Performance-Issue. Also es ist ein bisschen besser geworden als jetzt mit dem alten System. Aber wenn du halt einen Haufen Wagen hast und eine fette Strecke, dann hast du teilweise immer noch heftige FPS-Drops. Das hat mir damals beim Spielen echt zu schaffen gemacht. Jetzt die Partnerschaft mit Astragon. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also die letzte Kommunikation war schon mal besser. Aber ob das dann auch... Ich meine, das ist jetzt oberflächlich besser. Ob das dann unter der Haube dann besser ist und einem Team. Ich wage es zu bezweifeln. Weil das Ding hat er ja voll gegen die Wand gefahren. Schauen aber, ob er da jetzt wieder rauskommen kann. Immer 50 sollte man da sein.
ein bisschen hinten zum Fahrplan. Und der lässt mich durch. Doch langsam auftauchen, das ist davor. Ab ja. Ja, da ist schon das erste Rangiersignal. Ist der andere Kollege? Na, da steht er. Weil da darf das wie mal durchfahren. Und ein Daumen nach oben. Hat er gut gemacht. Oh, bist du als Diesel unterwegs? Nee. Elektro und macht ein Manöver. Ja, blöd, ne? Kannst hier nicht rausrangieren, wenn ich hier da am Fahren bin. Oh, bin ja gleich durch. So, das haben wir ja schon mal gesehen. Geht wieder bergauf. Drei Minuten Verspätung. Bin in einer Sekunde wieder bei euch. Hat's kein Blödsinn währenddessen. Lass da nicht manövrieren. Denke schon längst möglich sein. Ja, von der Bank. Was meint ihr? Wann kommen wir in Zoriaden? Punkt genau? Um 19:12 Uhr? Oder wird es 1915, 1920 werden? Schätzt es mal. Schätzt mein Chat. Schauen wir am nächsten nicht. Ich sag mal, es wird 1915 werden. Aber später nicht. Du glaubst an mich. Ja, mal schauen, ob ich da Schweizer Präzision hinkriege. Das kriege ich nur hin, wenn ich ein bisschen zu schnell fahre. 40! Junge, Manöver ist 25. Alles unter 3 Minuten ist okay.
Also in der Schweiz muss ich mir nach 2 Minuten schon entschuldigen. Respektiv, es wird ja schon die 2 Minuten angezeigt. Simni Sobi, holy shit, da ist ein bisschen was los. Man kann den nicht erkennen. So, Maximum Schmackes. Machen wir mal ein bisschen an der Belastungsgrenze. Dass man jetzt hier die Motoren wegschmeißt. Geil, Durchfahrt. Was? Fast 90 Spieler. Ja gut, Freitagabend. Da ist natürlich die Hölle los. Was 90 Spieler hat hier? 47 Fahrer, 43 Dispatcher. Ah, okay, alles klar. Ja, doch. Haben sie Verkehr. Ist schön. Ich glaube, die hätten doch noch mal Stellwerk heute machen. Und 130 km max für die Strecken gerade ein bisschen viel vor. Ja doch, der ist weg gerade ein bisschen schnell. War, dass ich ein bisschen ein unwohles Gefühl habe. Oh komm, keine Durchfahrt. Der VIP Premium XXL Pass für Hetman ist nicht verfügbar. Ach man! Warum lässt du mich jetzt hier anhalten? Hatte ich jetzt so schön mit 130 durchpfeifen können. Plus 2 Minuten, dann wären es gleich plus 3. Oh. Mann, einmal mit Profis arbeiten. Ja, aber weißt du, welche Bremse noch viel heftiger ist? Von SM42, also da nutze ich fast nie die ganze Zugbremse, weil die Lokbremse so heftig ist. Oh komm, ich hätte jetzt so einen technischen Halt von 5 nach, aber es ist schon 7 nach. Nein! Achso, okay, das galt nicht mehr.
Das schaffe ich nie. Wenn es in 12, sorry. Bitte mir am liebsten Dame nach unten geben. Aber ich weiß ja nicht, ob er es verpennt hat. Oder wo einfach die nächste Fahrstraße dicht ist. Ist der nächste Schuld. Ach man. Guck mal, Jung, was ist jetzt? Ich bin Express, ich will hier fahren. When can I expect departure? Guck mal mit dazu. 5. Ja, also, meine Damen und Herren, wir sind momentan in Zermin. Unsere Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Grund dafür ist vermutlich ein Fahrdienstleiter, der an sich weiterfahren will, verlassen will. Please wait! Ach, was du nicht sagst. Nein, nein, nein. Oh, es ist 10 nach. Ist so gut gefahren. Aber irgendwann passiert das mal, dass ich mal ein Intercity fahre und der kommt pünktlich ab. Und dafür ist das Abwarten des anderen Zuges, ja, das wäre wohl besser gewesen. Wenn es das ist, kann es sein, dass der FTL ein bisschen langsam ist. Oder was noch viel schlimmer wäre, das wird man zumindest in der Schweiz so sagen, wäre eine Störung im Betriebsablauf. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Yeah, wir dürfen fahren. Finally. Jetzt hier noch in der hässlichen TTS-Stimme. Ich habe tatsächlich einen Voice Changer da, wo ich das machen könnte. Aber den habe ich jetzt gerade nicht aktiv geschalten. Da müsste ich gerade ein bisschen was umbasteln. Mache ich lieber offscreen.
Aber was ich mir für den Stream mal überlegt habe, was ich machen möchte, ist, dass rechts oben, da wo jetzt jeder Fahrplan ist, dass ich da so eine alte Bahnhofsanzeige reinmache, also Plattformsanzeige, mit dieser, wie nennt man das? Ah, mit dieser Fallblattanzeige, genau. Und dass ich bei mir im Text ein bisschen eingehe kann, was ich fahre, was die nächste Station ist, was geplante Ankunft ist und was die tatsächliche Ankunft ist. Dass sich das dann aktualisiert. Ich glaube, das wird noch mega fancy aussehen. Aber da bin ich noch am Spielen, wie ich das am besten hinkriege. Das wäre so cool, so eine Fallblattanzeige da oben, der meinen Zug dort mit anzeigt. Das ist das geile Blabla. So, was muss auf die Special News List? Das, wow. Okay, made my day. Was? He locked the track and I am waiting and then I was asking what is going on. Okay. Nice train. Ach, der andere hat die Strecke blockiert, weil er meinte, er... Was? And he wrote to me, there's nobody after Eggmints. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, der andere FTL meinte, er muss sie blockieren. Für mich. R-O-J. Wo ist das jetzt her? R-O-J. Tablet TD2. ROJ, das ist die Zuggattung. Wie ich EIE bin. Aber frag mich nicht, was das ausgeschrieben heißt. Wenn du jetzt das meinst, was ich jetzt meint habe. Also PODG ist zum Beispiel ein Stellwerk und versetztes, wo du vorbeifährst. PO ist eine Passenger-Plattform, also Bahnhof, wo du durchdüst. PM ist Manöver, wenn ich jetzt richtig bin. PH ist ein Halt. S weiß ich jetzt gar nicht. So, wir sollten mal bremsen. Ist aber jemand nicht sparsam mit ZTB1.
Ah, EE ist Express MPS, Hurried RPO ist, glaube ich, Passenger Accelerated, RJ ist Passenger, oder? Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Ich muss mal kurz den Fahrplan von anderen reingucken. Ist jetzt bei Spielen abgeschmiert? Bitte nicht. Alter. Bitte lass jetzt das Spiel nicht abgeschmiert sein. Spiel, mach was. Bitte, danke. Was ist jetzt los? Ah. Okay, doch nicht. Nein, jetzt hat er wieder die Auflösung geändert. Ah, das ist scheiß Spiel. Jetzt ist er wieder in 4K drin. Also ich würde es ja gerne in 4K spielen. Aber dann ist das alles so unglaublich klein. Level 15. Okay. So, oder sind wir gleich mal daheim hier. Eine schöne Szenerie. Hat was. Da wären wir da. Zorri, Endbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar. Ich hab euch auch gern. Wow.
Hey Leute, wir haben es geschafft. Ich wollte eigentlich. So. Cool, wir sind endlich da. Es ist jetzt 23 um 12, hätte man nicht da sein sollen. Ja, hätte schlimmer sein können. You can leave. Ja, dann gehe ich doch. Mein Gott. So, da ist hier. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.